Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Part bei die Sims 3 Inselparadies. Ja, unsere gute, böse Fee sucht sich gerade einen Job in der Musikkarriere. Und ja, Tessa bleibt einfach mal hier, weil ich will irgendwie keinen Job verpassen, obwohl sie es sehr, sehr nötig hätten. Ja, ich muss zugeben, ich habe 5000 Simoleons gescheatet, weil das Haus einfach mal echt aufwendig war. Und ja, sonst habe ich an jedem Punkt gespart. Jeder von den beiden hat jetzt hier ein Bett und Darcy hat jetzt auch noch eine Gitarre, weil sie ja eben hier den Job jetzt annimmt. Yay, herzlichen Glückwunsch. Und ja, also die Küche ist einfach mal sehr, sehr sporadisch eingerichtet. Wir haben in dem Haus hier nur diese Leitern aus Inselparadies und auch aus dem, ja nee, das sind die von Inselparadies, nicht aus dem Patch. Und ja, hier ist das spärlich eingerichtete Wohnzimmer, dann das Badezimmer und das war's dann im Prinzip auch schon. Und ja, ich wollte mich halt ein bisschen an der Feennatur orientieren und deswegen habe ich das Haus mal so ein bisschen als Türmchen gebaut und hoffe, dass das ganz gut bei euch ankommt. Ja, aber von nun an wird nicht mehr gescheatet. Das heißt, dass ich einfach mal mit den Leuten arbeiten gehen muss, um hier ein tolles Haus zu schaffen. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. So, dann ist die Tür jetzt hier auch erstmal verschlossen, weil das ist jetzt die Eingangstür. Und ja, wir könnten auch eigentlich einen Job in der Rettungsschwimmerkarriere annehmen, finde ich. Rathaus und Rettungsschwimmerkarriere starten. So kriegen wir noch ein bisschen was mit und können uns erstmal somit über Wasser halten. Beim Resort möchte ich gerade noch nicht kaufen, auch wenn ich mir denken kann, dass ihr das gerne hättet, weil dazu haben wir gar kein Geld, beziehungsweise können noch nicht viel investieren. Und ja, deswegen werden wir uns erstmal mit normalen Jobs über Wasser halten. Und mal gucken, wo es das Ganze so hinführt. Mensch, wir hätten hier gerade mal die Gitarre ins Inventar schieben können. Dann musst du jetzt nochmal nach Hause fahren, Mäuschen. So, Aura der Besänftigung. Ja, ihr mit eurer Feennatur. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir die beiden nicht zu Meerjungfrauen machen, weil das einfach mal besser zum Thema passen würde. Ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Und wisst ihr, was das allerbeste ist? Wo ist er denn? Irgendwo war hier dieser blöde Stein. Da hinten ist er, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, da ist er. Der Wetterstein. Der hat sich natürlich genau hier aufs Festtagsgelände platziert. Blöder Wetterstein. Und ja, die Karriere wollen wir gerne annehmen. Ja, ich habe jetzt hier auch bei den Jahreszeiten den Winter rausgenommen, weil das für mich hier einfach mal... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach ja, das Maskottchen kam gerade. Weil es für mich einfach mal hier nicht auf die Insel passt. Deswegen haben wir jetzt 10 Tage lang Sommer und dann Herbst und Frühling 5 Tage. Jeweils. Und ja, ich denke, das passt ganz gut zu der ganzen Geschichte hier. So. Ja, Darcy, dir wollten wir die Gitarre holen. Alles klar. So. Dann schmeißen wir dir einfach mal rein. Und dann kannst du auch gerne mal in Richtung Tessa wandern, weil die ist ja hier mitten im Geschehen. So. Dann kannst du hier gerne mal den Park besuchen, in der Hoffnung, hier kommen mal bald ein paar Leute. So. Und Tessa, wann beginnt denn dein Job? Wann können wir denn damit anfangen? In einem Tag. Ah, am Montag dann, okay. Die haben sehr viel frei in der Rettungsschwimmerkarriere, ne? Da muss man sich echt ein bisschen hocharbeiten, damit man hier Geld verdienen kann. Und ja, wir können uns ja einfach mal mit ein paar Leuten anfreunden. Ich habe die Stadt auch schon ein bisschen umgebaut, so damit es hier auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel oh Gott, wie heißt das? Late Night, die Karriere gibt und was weiß ich nicht was. Wer seid ihr denn alle? Wir können uns ja mit dem hier mal anfreunden. Freundlich, na, begrüßen erstmal, ne? Hier, freundschaftlich begrüßen, so. Ja, ich bin eigentlich schon voll aufgeregt, was wir jetzt hier alles so machen. Nein, an Universität unterschreiben ist eine blöde Idee, Militärkarriere auch. Malerei ist cool. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse es ja einfach langsam angehen, weil ich will jetzt auch nicht hau drauf alles ausprobieren, was es gibt. Das habe ich ja jetzt in den ersten Eindrücke-Videos schon gemacht. Und es muss ja nicht nochmal sein. Und ja, ich würde sagen, wir lassen es halt wirklich langsam angehen und freuen uns hier mal so ein bisschen mit den Leuten an, probieren dann die neue Karriere erstmal aus und dann mal schauen, wie das so weitergeht, ob wir uns dann vielleicht noch ein Hausboot zulegen oder keine Ahnung. Wir flirten oder so. Yay. So, was können wir denn noch mit ihm machen? Yay, er hat keinen Partner. Sehr gut. Nach Karriere fragen ist auch eine super Idee. So, was macht denn Darcy gerade? Darcy, spielst du schon? Nein, das muss ich dir erst noch auftragen. Ach, herrje, so, hier, alleine spielen. Und dann kannst du uns hier mal ein bisschen unterhalten.
Yay, okay, das ist schon mal eine positive Erfahrung in ihrem Leben. Sehr schön. Ja, aber ihre schwarzen Flügel und so, ja, Darcy, du bist schon ein bisschen dunkel, ne? Das haut schon hin. So, das können wir dir erstmal nicht, das auch nicht. Gott, ihr habt nur so viele Wünsche. Ja, ich habe hier natürlich auch die übernatürlichen Wesen angestellt, weil, ja, hier ist alles voll. Ich habe auch Familien hierher integriert, also jetzt den Dieselhaushalt und Haus halt ewiglich. Also ich habe hier ganz viele mit hin verpflanzt. Dass wir ein paar bekannte Gesichter treffen, habe ich das gerade schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich es auch nur gedacht. So, flirte mal ein bisschen mit ihm, damit hier mal ein bisschen Spannung reinkommt. Was geht los da rein? Mach ihm mal ein Kompliment über den Charakter, auch wenn du ihn gar nicht kennst, kommt immer gut. Er hat auch eine tolle, ey, oder? Also die Haare sehen ja echt ziemlich gestylt aus. Aber nur gut, wem es gefällt, der soll es tragen. So, aber ich will jetzt irgendwie mal was anderes machen. Das ist mir zu so langweilig, mit dem zu reden. Wir sollten mal an irgendeinen Strand oder so fahren, oder? Also ich finde das ganz cool. Wo fahren wir denn da hin? Komm, wir fahren mal nach hier hinten. Also mal gucken, ob hier was los ist. Und dann können wir ja einfach mal schwimmen gehen oder so. Mal gucken. So. Ah ja, genau, das ist dieser Strand, wo es keinen Rettungsschwimmerstuhl gibt und wo man trotzdem Aufträge kriegt und keiner absaufen will. So ist das hier. So. Ja, aber ich glaube, wir werden mit den beiden auf jeden Fall auch tauchen und sowas, weil ich finde das echt schön. Dann kann man so einiges ausprobieren. So, Elixier bekommen. Nein, 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 nein. Ja, Gartenfähigkeit, das ist super. Wisst ihr, wir können uns mit euch auch einen Garten anlegen, aber dazu müssen wir erstmal wieder ein bisschen mehr Geld reinscheffeln. Ich würde sagen, wir müssen hier mal ein bisschen Objekte sammeln gehen oder so. Gärtnern ist auch super und du spielst ja sowieso. Oh, es ist schon entspannt mit nur zwei Sims. Ey, alle anderen Familien sind ja riesig oder haben Hunde oder Kinder oder sonst was. Das ist voll entspannt, oder? Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll. Oh, ey. So, dann komm mal schwimmen, Tessa. Ah, ich muss mich erstmal an die Namen gewöhnen, ey. Tessa und Darcy. Meine beiden Zwillinge. So, jetzt geht's los. Aber was hast denn du da an? Ach so, das ist glaube ich, ach, wie heißt das? Aus Diesel ist das, oder? Nee, ach, das ist dieser Bikini, alles klar. Nicht Bikini. Badeanzug. Meine Güte! Ich krieg hier nichts mehr zusammen, aber naja, was soll's. Kann ja nicht alles funktionieren. Yay, und da schwimmt sie mit ihren Flügeln, ihre Bahn. Das schaut auch irgendwie ziemlich lustig aus. Aber ich finde, das Wasser ist so schön, oder? Das sieht voll toll aus. Ich finde das richtig, richtig gut gelungen. So, aber wir müssen jetzt mal irgendwie was Spannenderes machen hier, Mäuschen. Das geht so nicht weiter. Schnorche mal ein bisschen. Damit wir auch bald tauchen gehen können und dann ein bisschen was erkunden können. Und vor allen Dingen ein bisschen was sammeln können, damit wir Geld verdienen. Wir sind ja richtig arme Schlucker, Mensch. So, dann, ja, Fähigkeitspunkt erreichen ist gut. Und ja, da sie klimpert da sowieso weiter. Also genießen wir lieber mal das Wasser. Wie lange dauert denn das, Tessa? Das dauert ziemlich lange, wie ich finde. Wenn du dich hier mal in dein Schnorchel-Equipment packst. So. Aber ihr Schatten ist auch cool, wie ihr dafür so folgt. Sehr schön gemacht, ne? So, ja, also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, also machen wir die Zeit einfach mal ein bisschen schneller und gucken, ob das. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ah, sie kommt bestimmt gleich wieder vorbei. Ach, da war sie. So, nein, aber Darcy hat ihren ersten Fähigkeitenpunkt mit der Gitarre geschafft. Sehr schön. Und du willst dich abkühlen, ja, das kann ich gut verstehen. Dann komm doch einfach mal hier mit ins Wasser. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Dann können wir uns ja einfach mal alle an den Strand packen und dann ist schön. Bist du schon wieder aus dem Wasser raus? Och, Mensch, ey, ganz ehrlich, Mäuschen. Ah, okay, hier sind schon neue Leute dazugekommen. Wer bist du denn hier? Wir können dich ja einfach mal ansprechen, hier herbeirufen. Hör mal auf mit dem, was du da machst. Du siehst aber irgendwie ein bisschen, naja. Okay, jetzt packt er sich erstmal flach auf den Boden. Nicht bewegen und flach auf den Boden packen. Okay, so. Tessa, dein Auftritt. Okay, er holt erstmal den Sonnenschirm raus. Begrüß ihn mal bitte. So ganz freundlich, so. So, und sie kommt jetzt hierher geschwommen, oder was? Okay, das, sie kommt da jetzt irgendwie runtergelaufen. So. Frage. Bist du Single? Das ist die wichtigste Frage bei unseren beiden Mädels hier. Was anderes wollen wir gar nicht wissen, bist du Single oder nicht. Und dann ist gut.
So, hier nach Karrierefragen, dann wissen wir schon mal ein bisschen was über ihn. Ah, okay, hier ist wieder unsere Geisterfamilie. Oh, habe ich mich erschrocken hier in dem Vorstellungsvideo, als sie da tot war. Ah, okay, kein Ding. Da schwimmt sie. Die schwarzen Flügel sehen irgendwie ein bisschen gruselig aus im Wasser, wie so ein weißer Hai so. Damit prahlen Rettungsschwimmer zu sein. Nein, gerade nicht so. Rettungsgeschichte erzählen, du hast noch gar nichts erlebt, Mensch. So, ja, wir können auch mal von der Natur schwärmen. Das ist bestimmt auch eine gute Idee. Nein, ich will keinen verdammten Feentrick anwenden. Von Recht und Ordnung schwärmen. Ah, er arbeitet also als Polizist. Das ist ja interessant. Hier von Natur schwärmen. Mal gucken, ob er darauf steht. So, jetzt habe ich nicht rausgekriegt, ob er Single ist. Nein, er ist mit Steht da Persephone? Was soll denn das für ein Name sein, bitte? Man weiß es nicht, aber okay. So, also auf das Zeug steht da wohl nicht so wirklich und das bringt ja dann auch nichts. Dann, tschüssi. So, wo ist denn Tessa? Nicht Tessa, sondern Darcy. Die schwimmt da rum. Okay. Kann man gut finden, muss man aber nicht. Ja, ihr könnt euch einfach auch mal selber hier ein bisschen an den Strand packen oder so. Hier ein bisschen entspannen und Tessa, Tessa? Ja, doch, Tessa, Gott, ich komme hier völlig durcheinander. Kannst du ein bisschen im Ozean spielen? Dann kommt sie angeflogen. So, dann, das ist ziemlich nah, aber okay. Ja, Tessa, du läufst jetzt mal in die komplett andere Richtung. Warum bist du denn so weit geflogen? Ergibt das Sinn? Irgendwie nicht. Ja, aber ihr scheint es eine Menge Spaß zu machen, dort mit dem Wasser zu spielen. Das freut mich, ja. Ach, ich will auch mal wieder Kind sein. So richtig einfach nur blöde im Wasser spielen. Ich will Wasser. Ich glaube, ich gehe schwimmen. Aber das Wetter ist ja momentan nicht so berauschend, dass man sagen könnte, hey, wir gehen mal alle schwimmen. Ach, nee. Ja, sie scheint sich mächtig zu amüsieren. Das freut mich natürlich. Aber so spannend ist das jetzt auch wieder nicht. Oh, ich hasse das immer, wenn man am ersten Tag erstmal auf die Jobs warten muss, weil dann noch nichts los ist, ne? Das ist doch voll doof. So, und Darcy bräunt sich da jetzt noch ein wenig, oder was? Schaut ganz danach aus. Okay, sie nur irgendwelche Flügel raus gucken. Sieht bestimmt auch lustig aus, wenn sie sich auf den Rücken legt. So, ja, eigentlich könntest du noch ein bisschen spielen, weil so toll ist jetzt am Strand rumschillen auch nicht. So. Ja, Tessa, das freut dich, ja? So, dann geh nochmal schnorcheln, würde ich sagen. Und wer bist du hier? Du bist Hini Hashini. Gesundheit. Ja. Oh, meine Güte. So, denn, ja, genug im Wasser gespielt. Jetzt los. Wir müssen uns dann später auch unbedingt so ein Boot oder irgendwas kaufen, damit wir hier mal ein bisschen was auf dem Wasser erleben, weil das ist echt... Wenn man kein Geld hat, ist Inselparadies echt scheiße. Dann kann man irgendwie gar nichts machen. Oh mein Gott, der Nebel kommt. Oh mein Gott. So, okay, du hast jetzt da keinen Platz zum Schnorcheln oder was? Ja, dann, wenn das so ist, dann musst du jetzt erstmal nach Hause. Pech gehabt. Objekt beim Schnorcheln finden? Ja, ist alles eine gute Idee, aber die anderen Wünsche gefallen mir irgendwie besser. Dann geh erstmal nach Hause und du kannst ja Essen machen, Tessa. Siehst du, das ist eine Idee. Du gehst Essen machen. Und ja, schauen wir doch mal unseren Wahnsinnskühlschrank, ob wir denn da was zum Happern finden. Und ja, dann machen wir das doch einfach mal. So, ja, ich habe das gerade vielleicht gemerkt, ich habe gerade eine SMS gelesen. Dann bin ich mal kurz unaufmerksam. So, Abendessen servieren. Was können wir denn? Machen wir einfach mal einen Herbstsalat. Da stecken wir nichts in Brand und alles wird gut. So, ich bin mal gespannt, wie das ausschaut, wenn sie jetzt hier hochklettert. Sieht bestimmt auch sehr interessant aus. Oh mein Gott, wir können was verkaufen. Schnell, wir brauchen Geld. So, da haben wir unser Abendessen schon mal raus. Wir sind voll die genügsamen Sims, ne? Das ist Wahnsinn. So, du kannst dann nach Hause kommen, wenn du da irgendwann mal fertig bist. So, dann mal hochgeklettert hier, aber wirklich schneller als eine normale Treppe ist das ja nun auch nicht wirklich. Ich glaube, das dauert sogar noch ein bisschen länger, ne? So, aber schon mal gut zu wissen, dass ihr nach da ausweicht, dann kann man hier noch ein bisschen den Raum größer machen. So, weil ich wusste nicht, wo die hinlaufen, als ich die Treppen platziert habe. Da dachte ich, ach, mache ich einfach mal in jede Richtung eins frei, das wird schon irgendwie hinhauen. Aber ich glaube, die suchen sich dann einfach die freie Stelle aus, kann das sein? Also, ich behaupte das jetzt einfach mal so ganz kühn.
Und ja, was gibt es zu essen? Es gibt Herbstsalat. Wahnsinn. Ich habe auch extra so einen Häcksler hingestellt, damit ihr da jetzt nicht so viel Arbeit habt. Und ja, ich habe die Fenster hier aus wildes Studentenleben platziert, weil, ja, weil die einfach billig sind. Die kosten nur 70 Simoleons und man hat hier trotzdem eine Wahnsinnsaussicht nach draußen. Ich glaube, da ist irgendwie eine versteckte Insel oder so. Nee, ich weiß nicht, ich finde das einfach wirklich wahnsinnig cool, wenn man dann hier so rausgucken kann. So, jetzt hat Sims gerade gestockt, okay. So, und ja, ich finde das einfach wirklich sehr, sehr geil, ne? Vor allem hat Te nicht Tessa, sondern Darcy ja den besten Blick jetzt hier mit ihrem Zimmer erhascht. Da hat Tessa nicht ganz so gut, die hat so ein bisschen was Langweiliges zum Gucken, aber naja, was soll man machen, ne? Und ja, gut, der Herbstsalat ist fertig, du kannst nach Hause kommen, Darcy, und dir was zu essen schnappen. Sonst verhungerst du hier noch. So, und du kannst dann danach gerne mal auf Toilette gehen, Tessa. So, nein, nicht herunterklettern. Ich will die Toilette. So, ja. Aber ich würde sagen, wir machen für diesen Part auch erst einmal Schluss. Ich weiß, so wahnsinnig spannend war es jetzt nicht. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge einfach spannender wird, wenn wir dann mit der Rettungsschwimmerkarriere starten. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann eigentlich mal bis dann, ne? Ciao.